Ganzes Video nur wegen einer neuen Mascara von Maybelline. Ja, ich bin richtig eingefixt. Hallo meine Lieben, heute ich möchte mit euch eine neue Mascara aus Drogerie testen von Marke Maybelline und die sieht so aus. The Falsies Lash Lift Mascara, also sehr vielversprechendes Name und deswegen, ich war richtig eingefixt. Ich habe mir gedacht, diese Mascara, ich muss unbedingt probieren, mit euch meine Meinung teilen, deswegen bleibt ihr bis zum Ende. Es wird Plus und Minus zu dieser Mascara heute gesagt, weil ich schon seit einem Monat diese Mascara habe. Geplant, die sofort euch präsentieren, nachdem sie neu war. Aber ja, ich muss leider nach Ukraine fliegen und ich habe das nicht geschafft. Bei Rossmann war 30% und deswegen hat mich ungefähr 7 Euro mit etwas gekostet. Damit diese Review wird für euch informativ und richtig voll und ehrlich, ich habe entschieden, diese Mascara vorher ein paar Mal testen, also keine First Impression heute machen, aber natürlich euch mitzunehmen in mein Video und zeigen, wie ich würde meine Wimpel duschen. Ich kaufe Mascaras aus Drogerie schon seit ungefähr 2 Jahren, also seitdem ich habe mit YouTube angefangen und ich wollte euch sagen, mit Mascara aus Drogerie, ich bin meistens sehr zufrieden und ich sehe nicht an, dass ich für Lux-Mascara soll Geld investieren. Also, das ist genau dieser Punkt in meinem Make-up, wo ich kann mein Geld sparen. Die Mascara verspricht unsere Wimpel einen Lifting-Effekt. Durch das Wimpel solltet länger aussehen. Mascara soll Wimpel ein bisschen volumig machen und die sollen nicht zusammenkleben. Sehen wir, ob sie wirklich das macht, was sie verspricht. Erstmal, ich wollte euch natürlich die Bürste zeigen. Das ist eine, ehrlich gesagt, sehr große Bürste. Keine Gummi, keine Silikonbürste, das ist ganz klassische. Und ja, sie ist recht groß. Jedes Mal, wenn ich neue Mascara kaufe mit anderer Bürste, ich brauche ein bisschen Zeit, um daran gewöhnen. Sehr oft ist es bei mir so, dass ich erstmal beim Bürste mecke und sage, oh nein, sie ist so kompliziert, ja. Aber dann langsam, ich wurde daran gewöhnt. Meistens, ich benutze Mascara, die hat Silikonbürste. Ich habe Gefühl, dass ich komme mit besser klar. Aber ich weiß, dass diese klassische Bürste, die machen mehr volumig. Sie riecht synthetisch, aber ich denke nicht alkoholisch. Bevor ich würde anfangen, ich wollte euch erinnern, nicht vergessen, Daumen nach oben geben und abonniert meinen Kanal. Ich habe schon geguckt auf Statistik, 60% gucken mein Video ohne Abo zu lassen. Es ist für euch absolut kostenlos, für mich aber bedeutet sehr, sehr viel. Ich freue mich richtig, dass ich sehe, dass meine Community wächst. Herzlich willkommen! Ich fange jetzt sofort an und du würde ich parallel, während ich meine Wimpel dusche, meine Gefühle beschreiben. Also, erstmal die Bürste kratzt meine Haut nicht. So, was ich sehe, die klebt überhaupt Wimpel nicht. Also wirklich interessant. Die gibt Wimpel, ich weiß nicht, natürliche Volumen. Selber Bürste, sie ruscht auf meine Wimpel. Also Gefühl, dass Mascara selber ist cremig oder ölig. Was ist auch sehr interessant, sofort kann ich euch auch sagen jetzt. Ich benutze diese Mascara schon. Ich weiß nicht, das ist vielleicht mein 4. Mal vor der Kamera. Jedes Mal, wenn ich benutze Mascara, erste Mal, dann auf dem Bürste zu viel Produkt klebt, weil die noch frisch ist, ja, diese Mascara noch frisch und dann kann man wirklich zu viel, wenn man nicht aufpasst, auf dem Wimpel aufkleben, ja, auftragen. Aber hier ist es wirklich nicht der Fall und bis jetzt, guckt ihr, meine Wimpel wurde sehr gut geteilt. Das ist erstmal erste Schicht. Jetzt 10 Sekunden vorbei und ich wollte nächste Schicht machen. Was ich habe übrigens auch gemerkt, man sollte diese Bürste bis zum nach oben, bis zum Spitze ziehen am besten. Wenn man das nicht sofort am ersten Mal macht, dann Spitzen gucken ein bisschen in verschiedene Seiten. Sehr gut nach oben sind. Ich habe das jetzt dieses Mal nicht so gut gemacht. Ich habe das wirklich verpasst und deswegen hier, man sieht das ein bisschen dickere Stücke, ja? Ich weiß nicht, ob ihr könnt das sehr gut sehen.
Was mir nicht gefällt beim solchen Bürsten, die sind an der Spitze ein bisschen für mich zu breit und ich brauche wirklich Zeit und daran gewöhnt, damit ich das könnte mit dieser Spitze ganz nach vorne gehen an meinen Wimpelkranz, ohne meine Haut zu schmieren. Das ist natürlich Übungssache. Das ist jetzt zweite Schicht. Jetzt die Wimpel von unten. Ja, wenn Bürste ist so dick, für mich ist Katastrophe, Wimpel unten machen, schmieren, ohne die, ohne Haut dreckig zu machen. So, ich versuche immer verschiedene Methoden. Nur mit dieser Spitze das von Bürste machen. Aber ich wollte nicht, dass meine Wimpel sehen wie Spinnebeine. Also ich denke, es hat sehr gut geklappt. Ich dusche meine Wimpel auf linke Auge immer irgendwie besser. Also die sehen immer Wimpel auf linke Auge immer besser aus. Ich weiß nicht warum. Also ich verstehe, das liegt an Wimpel selber. Aber ich vermute, weil ich ein bisschen anderes meine Bürste halte. Wirklich, ich bin sehr überrascht. Das Mascara lässt keine Stücke, keine klumpige. Obwohl sie fühlt sich cremig und ölig, sie trotzdem nicht kleckert sehr viel auf dem Wimpeln. Also dieses Auge gefällt mir mehr. Und das ist immer so bei mir. Irgendwie mit linke Auge ich komme viel besser klar. Also habt ihr auch das Gleiche? Habt ihr das auch, dass eine Auge bei euch ist besser als die andere. Wenn ihr auch sagt, dass eure linke Auge ist besser, dann es liegt doch an dieser Technik, dass wir ein bisschen Mascara anderes hier halten. Also ich war erstmal, als ich habe diese Mascara probiert, ein bisschen skeptisch und ich habe gedacht, wow, was ist hier denn Grandioses? Die Mascara macht nicht bessere meine Wimpel als viele andere. Was ich habe, auch von Maybelline, von L'Oreal. Aber ich habe ein Video geguckt. Coco, lass das. Ich habe ein Video von mir geguckt, wo ich war mit Mascara von L'Oreal. Dann habe ich wirklich richtige Unterschied gemerkt, dass diese Mascara ist wirklich anderes. Und dann ich habe verstanden, was sollen wir von dieser Mascara erwartet. Also dieser Effekt auf meine Wimpel von dieser Mascara gefällt mir sehr. Die macht von einer Seite Wimpel natürlich, je nachdem wie viel Schichten ihr wolltet auftragen. Nach dem ersten Schicht hat Wimpel überhaupt nicht geklebt. Sie hat jede Wimpel einzige getrennt und natürliche Volumen gegeben. Ich wollte natürlich, dass meine Wimpel sehen mehr grandios aus, deswegen ich habe jetzt noch zweite Schicht aufgetragen. Die Wimpel ein bisschen jetzt näher zu meinem Wimpelkranz, sie sind mehr geklebt, aber trotzdem, die sehen natürlich aus und auch mit diesem Abstand, man sieht meine Wimpel. Also die Mascara hat wirklich Länge gegeben, die hat Volumen gegeben und durch diese interessante natürliche Länge, ich habe wirklich gefühlt, dass sie hat meine Augen mehr Lifting-Effekt gegeben. Das macht wirklich frische Effekt auf dem Gesicht, diese Augen, diese Mascara macht frische Effekt und einige Mascaren wirken schwer auf meine Wimpel. Ja, dieser Schwung, genau, die macht diesen Schwung sehr gut. Also, ja, ihr könntet das selber sehen. Aber gibt es doch eine Minus. Die Problem, dass sie lässt bei mir immer Abdrücke. Nach ungefähr 3 Stunden, hier wird ein bisschen dreckig und oben. Erste paar Mal, als ich diese Mascara probiert habe, ich war richtig sauer. Ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Wenn ich diese Mascara wieder probiert habe, ich war ehrlich gesagt mehr verliebt in diesen Effekt, dass ich habe mir gedacht, okay, ich verzeihe dir. Ich versuche wirklich einen Weg finden, damit wir zusammenpassen. Ja, so. Wenn ihr fragt mich, ob ich könnte euch diese Mascara empfehlen, ich würde sagen, ja. Aber wenn ihr auch bereit seid, ja, so mit dieser Mascara bessere Wege zu finden. Die Mascara lässt sich sehr einfach mit warmem Wasser abwaschen. Und dann, ich benutze meine zweiphasige von Marke Vichy. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr habt diese Mascara schon probiert, ob ihr habt auch diese Abdrücke. Wenn ihr habt noch nicht gekauft, seid ihr bereit nach meinem Review doch riskieren und diese Mascara auch probieren. Seid ihr verliebt auch in diesem
diesem Effekt, was ich bekomme auf meinen Wimpel, dass mein Wimpel sehen nicht schwer aus. Schreib mir alles im Kommentar, für mich wird sehr interessant und vergiss dir nicht mehr Daumen nach oben geben, wenn dieses Video hat euch gefallen. Für mich bedeutet das wirklich sehr, sehr viel und natürlich für YouTube bedeutet, mein Video war sehr interessant und mein Video wurde andere neue Zuschauer auch vorschlagen. Und natürlich abonniert meinen Kanal. Ich freue mich, dass meine Community wächst. So tolle Frau findet Weg zu meinem Kanal und wir finden mit euch gemeinsame interessante Themen. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie.